엄마 어디 있었어? 엄마 항상 엄마 내 생각했어? Diese emotionale Begegnung zwischen Na-young und ihrer Mutter Yang Ye-sung ist nicht real. Sie findet in der virtuellen Realität statt. Denn Na-young starb im Jahr 2016 im Alter von 7 Jahren an einer unheilbaren Krankheit. Doch 4 Jahre später kommt es dank VR-Technologie zu einer Art Wiedersehen. Mit Hilfe von Fotos und Videos kreierten VR-Profis einen 3D-Avataren der verstorbenen Na-young. Auch Erinnerungen der Mutter flossen in die Entwicklung mit ein. Die Stimme des Mädchens wurde anhand von Tonaufnahmen nachgebildet. Per Motion Capture verlieh eine Kinderschauspielerin dem Avatar schließlich Gestik und Mimik. Mithilfe einer VR-Brille und Handschuhen kann die Mutter dann mit ihrer verstorbenen Tochter interagieren. 생일이 7살이라서 좀 가슴이 아픈데 지금 10살 된 이제 11살 됐거든요. 아 이제 11살. 네. 시간이 계속 멈춰 있으니까 그래도 아까 그렇게 해서 탁 나오니까 되게 좋더라고요. Das virtuelle Wiedersehen von Mutter und Tochter wurde als Teil des Dokumentarfilms Meeting You im südkoreanischen Fernsehen ausgestrahlt. Das Wiedersehen wurde inszeniert. Dem Fernsehsender MBC brachte dies teils Kritik ein. Die Produzenten und Entwickler aber sehen in ihrer Arbeit ein Mittel, um eine neue Art der Trauer und des Trostes zu ermöglichen. Die 기술은 되게 차가운 거라고 생각하는데 그게 아니고 이 기술들이 사람을 위해서 사용이 됐을 때 정말 사람의 마음을 위로하고 그 마음을 따뜻하게 만들 수 있을까라는 취지에서 저희가 프로젝트 참여를 결정했었던 부분이고요. Ob virtuelle Begegnungen mit Verstorbenen in Zukunft ein Stück weit zur Normalität zählen werden, wird sich zeigen. In jedem Fall aber zeigt dieses Beispiel die Möglichkeiten von Virtual und Augmented Reality jenseits der Gaming-Welt auf.